Ja, also ganz ehrlich gesagt, San Diego, wir sind schon mal da gewesen, vor 7 Jahren und es hat uns überhaupt nicht gefallen. Wir haben gefunden, was kann man denn da anschauen? Und mit dem begrüßen wir euch zu einem neuen Video. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Schön, sind ihr dabei. Wir nehmen euch heute mit in die grauenhafte Stadt. Nein. Wir haben sie wirklich lieben gelernt, das mal. Und darum haben wir unsere Lieblingstipps zusammengestellt für euch in einem Video. Wir haben die Stadt wirklich noch mal auf eine andere Art erleben als vor 7 Jahren, wo wir einfach als Touristen da waren. Und wir wollen euch die Möglichkeit geben, dass ihr die Stadt auch lieben. Und darum unsere Tipps jetzt. In Coronado, das ist eine kleine Insel vor San Diego und da hat man einen wunderschönen Blick auf die Skyline von dieser Stadt. Das ist der Strand von Coronado und wenn man den Highway 1 drauf fährt von San Diego, hat es noch ganz viele weitere Strände. Und das ist ein absoluter Lieblingsort von uns. Definitiv der Balboa Park, eine schöne Anlage. Und da hat es über 15 Museen, aber auch wenn man die nicht besuchen will, es lohnt sich ein Besuch hier. Wir sind auch nicht so die Museumsgänger, aber der Park ist echt ein Traum. Jedes Mal, wenn Loredana wieder irgendwann im Gebüsch verschwindet, dann wissen wir, es ist wieder Zeit für Loredanas Tiersendung. Siehst, ich bin nicht die Einzige, die Baby endlich herzig findet. Wieso, wer findet sie herzig? Die Amerikaner alle, ja, so sweet. Okay, das war eine weitere Folge von Loredanas Tiershow. Das ist das Beste. Geben einen Daumen nach oben für das und schreiben Tiershow best of whatever. Team Tiershow. Team Tiershow. Ja gut, man könnte jetzt das Gefühl haben, das ist doch furchtbar alt, was wir hier angetroffen haben, die Häuser. Historisch sozusagen. Die sind aber nicht historisch, sondern extra erbaut worden für so eine Expo, California, Panama Expo, irgendwas, im Jahr 1915. Wobei... 100 Jahre, immerhin, haben sie auf dem Buckel, Jahre, ja. Aber natürlich nicht zu vergleichen mit so Altstädten in Europa oder so. Aber hey, ist schön. Das ist ein Eichhändchen. Oh, schon wieder. Loredanas Tiershow, once again. Ich gehe hier echte Risiken ein. Für diese Tiershow. Weil ich bin noch nie so böse angeschaut worden von einem Tier wie von diesem Eichhörnchen. Jetzt tut es auch noch zäh aus. Ich habe ein bisschen Angst. Und da sind wir in La Jolla. Das ist ein Stadtteil von San Diego. Und wenn ihr uns fragen, der absolut schönste Stadtteil von San Diego, unser Lieblingsort. Oder? Also eigentlich ist es fast wie ein Dorf, wie eine eigene Community. Es gilt auch als mega sicher. Es hat einen wunderschönen Strand hier, es hat Bars, es hat alles, was man will. Das beste Glace geben in ganz La Jolla und darum sind wir hier und probieren das. Unser Fazit zum Glace.
Es ist super geil, fein. So, weiter geht's. Und für das nehmen wir in San Diego am besten ein Velo oder so ein Bird. Das kann man freischalten per App und kann sich ganz easy und sehr günstig bewegen in der Stadt. Wir sind hier im Old Town von San Diego und da kommt so richtig Cowboy-Feeling auf. Aber man merkt auch, dass San Diego einen mexikanischen Background hat, weil es hat ganz viele mexikanische Restaurants. Und ich glaube, das schauen wir uns jetzt alles ein bisschen genauer an. Los geht's! Okay, mit Old Town im klassischen Sinn, wie wir das kennen in Europa, hat das nichts zu tun. Nein, es ist eher so ein bisschen Touri-Fan und Mexiko-Fan. Genau, es ist ein bisschen Erlebnispark, es ist ein bisschen Europapark. So mit Cowboy und Mexiko-Style. Und super coole Verkleidungen, nicht? Sind eigentlich gut. Das ist der Vorrang, oder? Ja. Okay, wir gehen weiter. Ich glaube, das ist echt ein bisschen Kabis, oder? Komm, Kabis! Auch ein absolutes Must ist, wenn man so etwa 3-4 Stunden ins Landesinnere fährt, dann gibt es so ganz einen coolen Wandertrack mit einem besonders coolen Ziel. Genau, wenn man dann eine Stunde gelaufen ist, dann kommt man zum Potato Chip Rock. Und darum am besten eine Packung Chips mitnehmen und da ein Foto schiessen. San Diego, schreibt dir eigentlich vor, was für ein Tag das ist, also was du musst machen. Es gibt den Taco Tuesday. Taco Tuesday, hier geht man fein Taco essen zu ganz günstigen Preisen. Das machen wir jetzt hier. Und am Montag ist Sushi Monday. Und wir haben es gerade ein bisschen übertrieben und ein bisschen zu viel Sushi bestellt. Definitiv. Und am Mittwoch ist Wings Wednesday. Es gibt auch jeden Tag etwas hier. Und es geht weiter mit den typischen Tagen, dass man einem vorschreibt, was man machen soll. Und zwar sind wir jetzt in Downtown San Diego unterwegs, weil heute ist der durstige Donnerstag. Thirsty Thursday. Das heisst, es gibt Getränke für, glaube ich, $1. Was? Geiler Scheiß. Man merkt, dass San Diego direkt an der Grenze zu Mexiko liegt. Es ist so genial, wie fein, dass man doch am mexikanisch essen und natürlich auch Margaritas trinken. Richtig cool. Mm. Und sie sind auch noch sehr fein. Margarita, die fein ist. Jetzt heisst es flanieren durchs Gaslamp Quarter, also der Historic Heart of San Diego. Wenn es mal ein heißer Tag ist und man hier so eine Stadtführung macht oder durch die Stadt bummelt, dann springt man am besten schnell beim Hard Rock Hotel im Pool. Am 4. Stock, da kann man einfach gehen, auch wenn man nicht Hotelgast ist, und reinspringen. Ein weiterer Tipp, wir nehmen euch mit zu den Sunset Cliffs. Wow, perfekt für ein Date, oder? Genau, wir haben jetzt ein Date, oder? Wir haben noch Picknick dabei und so, jetzt geniessen wir noch den Sonnenuntergang. Also auch für euch, wenn ihr in San Diego seid, unbedingt auf den Sunset Cliffs den wunderschönen Sonnenuntergang anschauen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Moment, um jetzt Tschüss zu sagen. Machen Sie gut, bis zum nächsten Mal. Und denken daran, abonnieren den Kanal, schreiben uns in die Kommentare, was ihr von diesem Video halten. Und unbedingt einen Daumen gegen hoch. Machen Sie gut. Tschüss, tschüss zusammen. Miteinander.